Verspielt! Hallo liebe Brettspielfreunde, herzlich willkommen bei Verspielt. Heute zu einer Review zu Paleo. Das Spiel ist erschienen beim Hans im Glück Verlag und der Autor ist Peter Rustemeyer. Das Spiel ist für 2 bis 4 Spieler und dauert laut Schachtelangabe 45 bis 60 Minuten. Worum geht es in Paleo? In Paleo herrscht eigentlich irgendwie in gewisser Weise immer eine Art Überlebenskampf, während man versucht, eine Wandmalerei zu vervollständigen. Das ganze Spiel ist kartengesteuert, kommt in verschiedenen Modulen daher und hat einen sehr großen Entdeckungsspielraum, sage ich mal, weil man hier eben Karten erforscht, aber nicht weiß, was auf den Karten drauf ist, sondern nur so eine ungefähre Ahnung hat, was einen hinter den oder unter den Karten erwartet. Und die verschiedenen Gruppen, also jeder Spieler steuert eine Gruppe von Steinzeitmenschen, die versuchen eben in dieser Steinzeit zu überleben und die geforderte Aufgabe zu erfüllen, also diese Wandmalerei zu vervollständigen. Wie das ganze Spiel jetzt aussieht, das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr Paleo schon fast vollständig aufgebaut. Als erstes legt man mal die 3 Tableaus aus und platziert die entsprechenden Karten auf den Markierungen. Also hier die Menschen, hier die Inspirationen, die Ideen, hier die Geheimniskarten. Dann erhält man 5 Nahrung in den allgemeinen Vorrat. Die Werkbank wird zusammengebaut, die Fackel, der Faustkeil und der Speer. Hier werden alle Blättchen platziert, die es zu dem jeweiligen Gegenstand gibt. Der Rest kommt in einen allgemeinen Vorrat. Der Friedhof wird noch zusammengebaut. Hier braucht man die 5 Totenkopfblättchen und hier die 5 Teile von der Wandmalerei. Wichtig ist, alle Karten haben eine Nummerierung. Hier zum Beispiel 1, das würde den Basiskarten entsprechen. Die 2 wären dann die Menschen. 3, 4 und 5, hier überall mit den entsprechenden Nummern. Und dann gibt es noch Module, die von A bis J durchnummeriert sind. Hier ist das Modul Nummer A. Warum verdecke ich die Karten? Weil ich euch gar nicht allzu viel verraten möchte von diesem Spiel, denn hier geht es auch sehr viel irgendwie um Entdeckung. Auf jeden Fall, um ein Level zu spielen, benötigt man dann immer die Basiskarten plus zumindest 2 Module, die dann mit diesen Basiskarten gemischt werden und die mehr oder weniger die Decks der Spieler darstellen. Bei jedem Modul gibt es auch noch eine Missionskarte. Diese kann man aufdecken, in diesem Fall fette Beute. Und alle Missionskarten werden hier auf dem Nachttableau platziert, denn diese Bedingungen gilt es dann nachher zu erfüllen. Jetzt werden alle restlichen Modulkarten, und ja, die haben unterschiedliche Rückseiten, mit den ganzen Basiskarten zusammengemischt. Und diese Karten werden dann ungefähr gleich auf die Spieler ausgeteilt. Wichtig ist, die Spieler dürfen nur die Rückseiten der Karten sehen. Man darf sich nie die Vorderseiten anschauen, denn die Rückseiten geben dann im Spiel später einen Rückschluss darauf, was man hier an diesem Ort, den man erkunden möchte, finden mag. So, ich werde jetzt mal dieses Deck zusammenmischen. Ist mir gerade noch aufgefallen, es gibt auch manchmal schon in manchen Modulen Ideenkarten mit einem ganz bestimmten Gegenstand. Sollten sich solche in einem Modul befinden, werden diese hier in der Werkbank platziert und das entsprechende Gegenstandsblättchen wird hier davor platziert. Das heißt, man hat eine Möglichkeit mehr bei der Werkbank. Also man könnte jetzt insgesamt schon 4 Gegenstände bauen in diesem Spiel. So, jetzt mische ich aber mal das Deck zusammen. Das Deck ist gemischt, dann wird es ungefähr auf 2 gleich große Stapel aufgeteilt, die auf die beiden Gruppen oder je nachdem wie viele Spieler man hat, aufgeteilt werden. In meinem Spiel gibt es jetzt 2 Gruppen, einmal hier und einmal hier. Und jede Gruppe startet das Spiel mit 2 Steinzeitmenschen. Diese haben unterschiedliche Fähigkeiten, die man dann braucht, um gewisse Gefahren oder Situationen zu lösen. Diese Fähigkeiten sind hier angegeben. Es gibt eben dieses Geschick,
Es gibt die Wahrnehmung und es gibt auch noch ein Symbol, das sieht so aus, ist jetzt gerade bei den Menschen hier nicht dabei. Das hier ist die Stärke, die man, die manche von diesen Personen haben. Ihr seht auch schon, sie haben unterschiedlich viele Lebenspunkte und es kann vorkommen, dass manche Menschen schon etwas mitbringen. Der hier bringt zum Beispiel eine Fackel, das heißt, diese Gruppe dürfte sich schon mal eine Fackel nehmen und bei sich auslegen. So, und jetzt kann das tatsächliche Spiel starten. Prinzipiell ist das Spiel in Tag und Nacht gegliedert und ein Tag endet dann, wenn diese Kartenstapel hier aufgebraucht worden sind. Wie läuft jetzt dieser Tag ab? Der Spieler oder jede Gruppe kann entscheiden, zu welchen Karten man sich bewegen möchte. In diesem Fall haben wir hier das Zuhause und hier ist eine grobe Angabe, was man hinter diesen Karten finden kann. Beim Zuhause ist es so, dass man hier bauen kann, dass man eventuell neue Mitglieder in seinen Stamm bekommt oder dass man Inspirationen findet oder neue Ideen entdeckt. Im Wald sammelt man vor allem Holz und Nahrung, am Fluss gibt es Nahrung und Fell und im Gebirge gibt es Stein und Fell. Wofür braucht man das? Nahrung braucht man am Ende des Tages. Für jede Person muss eine Nahrung vorhanden sein, plus zusätzlich zum Beispiel hier für diese Mission, die dann am Abend erfüllt werden muss, muss man 3 Nahrung und ein Fell abgeben können. Sonst würde man einen Totenkopf erlangen, das man auf jeden Fall verhindern möchte. Und am Ende des Tages für die zweite Mission braucht man ein Zelt, das man abgeben kann. Die anderen Dinge braucht man, also Holz und Stein, braucht man vor allem für das Bauen von Gegenständen. Eine Fackel kostet zum Beispiel ein Holz, der Faustkeil einen Stein und der Speer ein Holz und einen Stein. Das Zelt, das wir auch benötigen, erfordert, jetzt nehme ich mal die Karte raus, erfordert 2 Geschick bei unseren Menschen, 2 Holz und 2 Fell. Gut, das heißt, diese Person würde sich vielleicht mal für das Feuer hier entscheiden. Und die Karten, wichtig ist noch, diese dürfen von der Reihenfolge her nie verändert werden und diese werden wieder zurück auf den Stapel gelegt. Und diese Gruppe hat jetzt 2 besondere Karten hier, das sind nämlich Gefahrenkarten. Unter diesen sind meistens negative Herausforderungen oder negative Ereignisse oder negative Abenteurer oder nicht Abenteurer, Abenteuer und die wollen sie jetzt mal vermeiden, weil bei diesen verliert man sehr oft Leben. Das heißt, sie entscheiden sich mal dazu, in den Wald zu gehen. Die Spieler haben sich also jetzt für eine Karte entschieden, dann werden diese beiden Karten gleichzeitig aufgedeckt und die Spieler müssen entscheiden, in welcher Reihenfolge sie diese Karten abhandeln möchten. Und da gibt es auf jeder Karte mehrere Optionen, die hier abgebildet sind. Diese Karte wird jetzt als erstes abgehandelt. Die erste Option, die man hat, man baut etwas aus der Werkbank, was ich vorher schon gesagt habe. Allerdings haben wir in unserem Lager noch keine Materialien, die für den Bau benötigt werden. Und deshalb können wir diese Aktion schon mal nicht wählen. Und dann ist es das zweite. Du hast ein oder 2 Menschen, das ist der Fall, es sind momentan 2, dann dürfte man einen dritten Menschen dazuziehen. Sollte man schon 3 oder mehr haben, müsste man eine Nahrung ausgeben, um einen zusätzlichen Menschen zu bekommen. Oder auf sehr vielen Karten ist auch das hier, man kann dem anderen Spieler helfen. Das könnte deshalb jetzt vielleicht schon interessant sein, denn dieser zweite Spieler hat diese Karte hier aufgedeckt. Das heißt, er braucht ein Geschick, eine Wahrnehmung und dann muss er 2 Karten von seinem Stapel abgeben, um diese Wurzel zu erhalten. Diese Wurzel ist hier ein Gegenstand, der später, wenn man ihn abgibt, das bedeutet dieser Pfeil, 3 Herzen heilen kann. Das heißt, man kann wieder 3 Herzen von seinen Steinzeitleuten herunternehmen. Allerdings hat dieser Spieler hier nur ein Geschick und ihm fehlt auf jeden Fall die Wahrnehmung. Das heißt, dieser Spieler könnte jetzt sich entscheiden, die Hilfestellung zu wählen, also die letzte Option auf seiner Karte. Und er hilft diesem Spieler, um
diese Wurzel zu bekommen. Weil dieser Spieler hat hier eine Wahrnehmung und gemeinsam können sie diese Option nun erfüllen. Gut, gesagt, getan. Das heißt, er bekommt diese Wurzel und er muss jetzt noch zwei Karten abgeben. Und da kommen wir schon zu einer Besonderheit. Wenn man Karten abgibt, ablegt, verdeckte Karten werden immer hier platziert, schon offene Karten werden hier daneben platziert. Und weil es sich hier jetzt um zwei rote Karten handelt, immer wenn rote Karten entfernt werden, dann erhält man Schaden. Und zwar in der Anzahl, an der man rote Karten entfernt hat. Also das wären jetzt zwei rote Karten weg, weil es eben angegeben wurde. Und dann würde der Wächter zwei Schaden bekommen. Die Wächter sind aber sowieso da, um Schaden zu erhalten, weil die halten sehr viel aus. Das ist mal nicht weiterhin schlimm. Jetzt werden die beiden offenen Karten, also hier wurde ja Hilfestellung gewählt, hier wurde die Wurzel entdeckt, kommen offen auf die Ablage. Das war jetzt schon die erste Runde. Und dann geht es wieder weiter. Dann werden wieder die obersten drei Karten angesehen. Okay, entscheidet sich vielleicht für das hier. Der Spieler hier entscheidet sich jetzt, warum auch immer, einfach um es herzuzeigen, für eine rote Karte. Die Karten werden wieder umgedreht. Und jetzt sehen wir hier, okay, dreimal Stärke. Das würde auch nicht funktionieren, wenn man sich helfen könnte. Bei den roten Karten ist es so, es gibt meistens keine Hilfestellungen und es hat meistens auch irgendwie einen negativen Effekt. Dieser Spieler könnte zum Beispiel nicht die Voraussetzung erfüllen, da er keine Wahrnehmung hat. Das heißt, das würde wegfallen. Er muss diese Option wählen und einen Schaden nehmen. Außer dieser Spieler hilft wieder, was in dem Fall natürlich Sinn machen würde, weil hier die Hilfestellung ist und sie es gemeinsam schaffen könnten. Dann würde dieser Spieler hier eine Inspirationskarte bekommen, die er auf sein Deck legt. Das werden die Spieler in dem Fall auch so machen. Und die offenen Karten kommen jetzt wieder hierher. Das habe ich noch vergessen. Diese Gruppe hier muss natürlich wieder zwei Karten auf den Ablagestapel werfen. Das sind diese beiden hier. Kommen wieder hier hin. Keine rote Karte dabei. Deshalb kein Lebensverlust und die offenen Karten kommen hierhin, die Inspiration landet hier. Was auch passieren kann, jetzt nehmen Sie wieder die nächsten, werden aufgedeckt. Okay, und jetzt ist es der Fall, hier werden drei Karten abgegeben und dann wird diese Karte abgeworfen, entsorgt. Das heißt, sie kommt auf den Friedhof, das machen wir mal. Drei Karten abwerfen, 1, 2, 3. Man bekommt ein Holz und zwei Nahrung. Hier angegeben, ein Holz, zwei Nahrung. Und dieser Spieler hat keine zwei Holz, keine zwei Geschick, Entschuldigung. Die zwei Karten könnte er abwerfen. Deshalb kann er aber diese Option nicht benutzen. Das heißt, es wäre nur diese möglich, zwei Karten abwerfen, um ein Holz zu bekommen. Oder zu helfen, was aber nicht nötig war. Und eine Variante, die man immer wählen kann, ist einfach eine Karte abzuwerfen, einfach zu ignorieren, ohne dass man irgendeinen Effekt ausführt. Das geht allerdings immer nur dann, wenn es sich nicht um solche roten Karten handelt. Bei den roten muss man immer den negativen Effekt wählen, wenn man keine andere Option erfüllen kann. Wie kann man jetzt seine Symbole, also Geschick, Wahrnehmung und Stärke erhöhen? Das Ganze funktioniert hauptsächlich oder sehr oft durch diese Bauen-Aktion, die hier angegeben ist, denn dann darf man einen oder zwei Gegenstände, je nachdem welche Zahl hier steht, von der Werkbank bauen und der Faustkeil erhöht dauerhaft das Geschick, da ist kein solcher Pfeil dabei, wie es bei der Fackel der Fall ist. Fackeln, wenn man sie einmal benutzt für das Erfüllen von irgendetwas, werden wieder auf die Werkbank gelegt. Dieser Faustkeil würde immer bei der Person, bei der Gruppe liegen bleiben, genauso wie der Speer, den man gebaut hat. Dieser ist auch dauerhaft. So kann man eben die unterschiedlichen Werte erhöhen. Und bei diesen Erkundungen versucht man,
diese Wandmalerei zu vervollständigen hier. Schafft man es, das fünfte Teil anzulegen, dann hat man das Spiel gewonnen. Man hat das Spiel verloren, wenn man fünf Totenschädel platzieren müsste. Wie kann es sein, dass Totenköpfe platziert werden? Jedes Mal, wenn ein Steinzeitmensch Schaden bekommt, Schaden darf übrigens nicht aufgeteilt werden, wenn er von einer Quelle kommt. Das heißt, ein Mensch muss immer den gesamten Schaden bekommen. Und sollte das sein Limit erreichen oder überschreiten, überzähliger Schaden wird einfach ignoriert, ist dieser Mensch gestorben, kommt weg und es wird ein Totenkopfblättchen auf dieses Nachttableau gelegt. Wenn alle fünf gelegt worden sind, dann hat man verloren. Also nicht nur eine Gruppe, sondern gemeinsam, da das Ganze ja kooperativ abläuft. Ein Tag geht so lange, bis die Stapeln aufgebraucht sind und sich hier oder hier befinden, je nachdem, ob sie verdeckt abgelegt werden oder offen. Und eine andere Möglichkeit, die man noch hat, wenn man sieht, okay, man hat jetzt noch sehr viele negative Karten, hier zum Beispiel drei, dann kann man die Möglichkeit wählen, dass man früher schlafen geht und einfach den gesamten Stapel ohne Auswirkungen ablegen darf und somit die Runde für diese Gruppe beendet. Dann kann es sein, dass eben eine Gruppe auch schon fertig ist, während die andere noch Karten hat und noch sammelt und noch erkunden geht und was auch immer. Und wenn dann beide oder alle am Spiel beteiligte Gruppen keine Karten mehr haben, dann kommt es zu der Nachtphase. In der Nachtphase müssen als erstes alle Menschen ernährt werden. Das heißt, in diesem Fall haben wir insgesamt drei Steinzeitmenschen übrig. Das heißt, wir geben drei Nahrung ab, haben alle ernähren können. Sollte das irgendwann nicht der Fall sein, dass beispielsweise nur eine Nahrung für drei vorhanden wäre, für jede fehlende Nahrung müsste man einen Totenkopf platzieren. Und dann schaut man auf diese Missionskarten, drei Nahrung abgeben und ein Fell, können wir auch nicht. Das heißt, wir müssen die Alternative wählen, Totenkopf, ein Zelt abgeben oder Totenkopf. Aber wir haben kein Zelt, das heißt, es wäre ein Totenkopf wieder zu platzieren, in dem Fall hätten wir das Spiel auch schon verloren gehabt. Was kann es jetzt noch alles geben, was ich eigentlich nicht gezeigt habe, weil ich gar nicht allzu viele Karten eben euch zeigen wollte. Es gibt, wie gesagt, noch Blättchen, die man bekommen kann. Mit dem Pfeil können diese einmalig eingesetzt werden, zum Beispiel das Seil für Stärke, Geschick oder Wahrnehmung, um eben irgendeine Herausforderung zu bestehen. Die anderen Blättchen können als Ertrag von den gewissen Karten kommen. Das hier zum Beispiel, ein Fell kann abgegeben werden, um den Schaden abzuwehren. Das heißt, das muss man dann auch wieder abgeben. Oft wird es aber auch gebraucht, um beispielsweise ein Zelt zu bauen. Hier mit zwei Fellen braucht kann man ja ein Zelt bauen um zwei Holz. In späteren Modulen gibt es dann auch noch Karten, die hier platziert werden, bei diesem Symbol hier. Und da können dann so Karten drauf sind, die solche Symbole zeigen. Das heißt, wenn man helfen nimmt, hilft man nicht tatsächlich einer anderen Gruppe, sondern benutzt es dann, um die Aktion auf einer Karte zu verwenden, die hier bei diesem Tableau darunter liegt. Es kann auch sein, dass man noch Karten bekommt, die in die Gruppe dazugelegt werden, zu den einzelnen Menschen. Und da kann es vorkommen, dass auch dieses Nachtsymbol auftritt. Und bei diesem Nachtsymbol muss man dann auch immer schauen, entweder gibt man hier zum Beispiel eine Nahrung wieder ab oder man bekommt einen zusätzlichen Totenschädel, was natürlich nicht schlecht, was natürlich schlecht wäre. Und ja, so spielt man eben von Tag zu Tag, indem, wenn jetzt wieder alle Karten, also die Nachtphase wäre vorbei, das heißt, alle Karten würden genommen werden, die hier liegen, die aufgedeckten werden wieder fertig, der Stapel wird wieder gemischt und dann wird er wieder aufgeteilt auf die beiden Gruppen und der nächste Tag beginnt und das Ziel, das Spiel ist eben aus, wenn eben das Ziel erfüllt worden ist,
die Wandmalerei zu vervollständigen. Das passiert auch, wenn man gewisse Herausforderungen, sage ich mal, erfüllt, dann ist ein solches Mammutsymbol zu sehen, wie es da eben oben liegt. Dann kann man einen Teil zu der Wandmalerei hinzufügen. Oder man verliert das Spiel eben gemeinsam, wenn hier 5 Totenschädel liegen. Was ich auch noch nicht erwähnt habe, sind diese Geheimniskarten. Auch diese kommen durch manche von diesen Karten, die man erkundet ins Spiel, wenn man gewisse Sachen schafft. Dann werden diese einfach umgedreht, von dem Spieler vorgelesen, der dieses Geheimnis bekommt, und dann wird einfach ganz normal mit dem Spiel wieder fortgefahren. Eine Sache ist noch zu erwähnen, auf manchen Karten ist ein zusätzliches Element hinten abgebildet auf der Kartenrückseite. Diese geben Hinweise darauf, was sich auf der Vorderseite befinden könnte. Aber das findet ihr am besten selbst heraus. In späteren Modulen gibt es auch noch Aufgaben, bei denen man würfeln muss, entweder einen oder zwei Würfel. Und hier muss man auf jeden Fall vorher entscheiden, ob man einem Spieler helfen will bei dieser Aufgabe oder nicht. Denn es können hier eben neue Symbole dazukommen, Stärke, Wahrnehmung oder Geschick, die man bei den einzelnen Aufgaben braucht. Das ist eben sehr wichtig, dass man da schon vorher sagen muss, okay, man hilft ihnen, und dann nachher wird erst gewürfelt und entschieden, welche Fähigkeiten tatsächlich benötigt werden. Und das waren jetzt schon die Regeln zu Paleo. Wir sehen uns gleich beim Fazit. So, hier sind wir jetzt wieder beim Fazit von Paleo. Wie immer beginnen wir beim Material. Materialmäßig muss man sagen, ist das Ganze wirklich sehr gut gelungen. Die Holznahrung, die Holzressourcen, das schaut alles ganz cool aus. Das ist gewohnte Qualität eigentlich jetzt, muss man sagen. Natürlich hätte es auch Karton sein können. Davon ist man abgewichen, zumindest bei den Ressourcen. Die Dinge, die man bauen kann, sind aus größtenteils Karton, eigentlich zum Ganzen aus Karton. Vom Material her muss man natürlich auch bei diesem Spiel die Karten erwähnen. Die sind auch ganz normale Standardqualität, also jetzt nicht irgendwie besonders schlecht oder besonders gut, einfach ganz normal. Und eine kleine Sache, die nicht ganz so optimal ist, diese Werkbank. Ich habe hier die erste Auflage von dem Spiel, das ist meines Wissens nach jetzt schon korrigiert worden. Die passt nicht ganz optimal wieder zurück in die Schachtel im zusammengebauten Zustand. Sie ist irgendwie ein bisschen zu groß. Das ist vielleicht ein ganz kleiner Wermutstropfen. Mich persönlich stört es nicht, erwähnen wollte ich es aber jetzt trotzdem. Ansonsten, materialtechnisch, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem, was hier geboten wird. Kommen wir zum Artwork. Auch das Artwork finde ich bei diesem Spiel eigentlich sehr ansprechend. Es ist mal irgendwie ganz anders, sehr minimalistisch, jetzt gar nicht so sehr so vielen Details, aber dennoch weiß das für mich zumindest zu überzeugen, und es schaut ganz cool aus. Die Sprache der Zeichen auf den Karten ist meines Erachtens auch sehr gut gelungen. Es gibt da sehr wenige Fragen, wenn man einmal die ganze Fülle an Zeichen durchgegangen ist. Also hier gibt es eigentlich auch nicht wirklich irgendwie großartig etwas auszusetzen, und das hat schon Hand und Fuß. Dann kommen wir zur Spielmechanik, zum Spielgefühl. Von der Spielmechanik her ist es meiner Meinung nach ein Entdeckungsspiel, weil man eben nur so ungefähr weiß, was erwartet einen unter den Karten, und die anderen Karten, ja, können genauso positiv als auch negativ sein. Das heißt nicht, dass eine schon als negativ gekennzeichnete Karte tatsächlich negativ ist. Das heißt auch nicht, dass eine positive Karte immer positiv sein muss. Hier passieren einfach Dinge, mit denen man vielleicht nicht immer rechnet, und das ist wirklich sehr cool, wenn man das nach und nach entdeckt. Und es kann vorkommen, dass man während eines Levels oder einem Durchgang gar nicht alle Karten sieht, weil zufällig diese Karte gerade immer abgeworfen wird. Nett finde ich auch das ganze kooperative Element hier mit dem Helfen. Manchmal könnte eine Gruppe zwar die Aktion alleine schaffen, die andere hat aber irgendwie etwas, das man vielleicht jetzt bevorzugt braucht oder das man unbedingt schaffen möchte, und dann verzichtet diese Gruppe und hilft stattdessen mit,
bei der anderen Gruppe diese Aufgabe zu schaffen in Form von diesem Symbol. Ich finde, das ist auch sehr cool und sehr gut gelungen und alles in allem fühlt sich das sehr innovativ und frisch an. Also ich habe jetzt kein Spiel bis jetzt gespielt, das ich irgendwie mit Paleo vergleichen könnte. Hier entdeckt man wirklich von Level zu Level, von Modul zu Modul neue Dinge und es ist immer wieder interessant, sich in diese Steinzeit-Levels zu begeben und versuchen, diese positiv zu absolvieren. Ich möchte, wie gesagt, nicht allzu viel von den einzelnen Modulen verraten. Das sollte wirklich jeder selbst entdecken. Deshalb beschreibe ich jetzt keine explizite Spielsituation. Was auch interessant ist, ist die Möglichkeit, früher schlafen zu gehen. Habe ich jetzt noch viele negative Karten ausliegen, dann ist die Verlockung natürlich groß, dass ich sage, okay, ich mache früher Feierabend mehr oder weniger, lege alle Karten ungesehen ab und warte, bis der nächste Spieler dann auch fertig ist und seinen Kartenstapel aufgebraucht hat oder vielleicht auch früher schlafen geht, weil so kann man doch einige negative Dinge möglicherweise verhindern und das ist ein sehr netter Kniff, der meines Erachtens aber auch wichtig ist, dass er eingebaut wurde. Stellt euch mal vor, ihr seid jetzt noch alleine unterwegs, die anderen Gruppen sind alle schon fertig und ihr habt jetzt da noch 5 negative Karten in eurem Stapel und müsst die gezwungenermaßen abarbeiten. Na nö, na na, da wird es vielleicht doch dazu kommen, dass irgendwie die Gruppe in die Bredouille kommt oder dass das Spiel dadurch ganz verloren wird. Also manchmal ist das auf jeden Fall ein Muss, dass man es macht und manchmal ist es eine sehr gute Überlegung, wenn man sieht, okay, alles ist erledigt, man hat zumindest die Nahrung für die Leute, dass man eben hier früher schlafen geht. Das Thema ist absolut genial getroffen. Dieser Überlebenskampf, dieser Entdeckungsdrang, das Sammeln von Ressourcen ist wirklich auf den Karten sehr cool dargestellt. Das Ganze ist wirklich thematisch sehr gut eingebettet und ja, gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Da fühlt man sich wirklich wie so ein Steinzeitstamm und dann kommen ja irgendwelche Fremden, die vielleicht deiner Gruppe helfen können oder auch nicht. Und es ist wirklich alles sehr cool in dieses Thema eingebettet. Der Einstieg in das Spiel ist vielleicht nicht der allereinfachste. Die Beschreibung ist erstens zweigeteilt. Dadurch habe ich zumindest bei der Erstpartie irgendwie das übersehen und dann haben wir die Missionskarten erst später dazu bekommen. Also ich habe jetzt dieses Beiblatt nämlich nicht extra angeschaut, ist aber scheinbar doch Voraussetzung, damit man weiß, was man mit den Missionskarten oder auch mit dem Zelt machen muss, das im gezeigten Level eben vorkommt, dass das schon von Anfang an im Spiel ist. Wir haben das nicht von Anfang an ins Spiel getan, sondern haben uns gedacht, wow, cool, eine Mondkarte, schauen wir mal, was da drunter ist. Und dann war es diese Mission und dann sind wir eigentlich im Nachhinein erst drauf gekommen, okay, das hätten wir da schon längst hinlegen müssen. Und auch vom Lesen her ist es, oder eigentlich vom Erklären her, ist dieses Spiel gar nicht so einfach. Das ist vielleicht besser, wenn das einer schon kann, dass man das während des Spiels erklärt, was hier eigentlich passiert und dass man das durchgeht, da würde ich vielleicht im Vorhinein gar nicht allzu viel erklären. Ich habe mir jetzt beim Regelerklären vorher auch nämlich nicht ganz so einfach getan, weil ich auch eben sehr wenig nur verraten wollte und hier ist meiner Meinung nach das Prinzip Learning by Doing viel besser oder passender, als wie vorher breit und lang alle Regeln zu erklären und dann zu spielen. Ich glaube, bei diesem Spiel kann man das wirklich sehr gut machen, indem man einfach nur mal die Basics mit den Menschen, das sind die Lebenspunkte, wir versuchen diese Wandmalerei zu machen und dann kann man eigentlich schon anfangen damit die ersten 3 Karten anzuschauen, zu wählen, noch erklären, was kann man wo finden und dann geht das los. Also so ist der Einstieg meiner Meinung nach, glaube ich, viel besser und einfacher als wirklich, wenn man das Ganze im Vorhinein erklärt. Und dann haben wir noch den Wiederspielreiz, die Replayability. Auch hier bei diesem Spiel eindeutig gegeben. Die Module können natürlich auch dann beliebig kombiniert werden in allen möglichen Kombinationen. Was sich natürlich vielleicht ein bisschen abspielt, ist dieses Entdecken. Natürlich, wenn man die Module durch hat, weiß man schon ungefähr, welche Karten gibt es. Aber durch Zufall kann es wirklich sein, dass irgendeine Karte vielleicht gar nicht in einem Durchgang vorgekommen ist und das sieht man dann erst beim dritten Mal, wenn man dieses Modul spielt und da lernt man diese Karte dann erst kennen. Außerdem gibt es
so mit diesen Modulen zusammengestellt, 7 Level hier in diesem Spiel. Es kann durchaus vorkommen, dass man ein Level nicht beim ersten Mal schafft, das heißt, man spielt es sowieso nochmal, weil man dann doch irgendwie davon gecatcht wird und das endlich schaffen möchte, weil so schlecht kann man ja doch nicht gespielt haben. Auch das kommt vor. Also als Fazit hier beim Wiederspielreiz würde ich jetzt sagen, er ist gegeben. Ich weiß, dass es eine Erweiterung oder Erweiterungen geben wird. Neue Module sind auf jeden Fall geplant. Das hat mir der Autor mitgeteilt. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Es gibt auch eine Mini-Erweiterung, die Terrorvögel. Auch das ist ein eigenes Modul, das man wieder hinzufügen kann. Und es ist ein sehr flexibles Spielsystem, wo man sehr einfach durch eigentlich nur Kartenerweiterungen noch sehr viel mehr aus dem Spielprinzip herausholen kann, was sehr gut ist. Und deshalb würde ich den Wiederspielreiz auch als deutlich gegeben kennzeichnen. Vor allem im Hinblick darauf, dass noch mehr erscheinen wird und dass da die Zusammensetzung dann noch eine neue wird. Das abschließende Fazit, meine Punktevergabe. Ich gebe Paleo 8,5 Punkte, weil es ein sehr erfrischendes, neues, innovatives Spielprinzip ist, das mir sehr gut als kooperatives Spiel auch gefällt. Ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von allen kooperativen Spielen, vor allem bei Spielen, wo es dann dieses Alpha-Leader-Problem gibt, wo einer sagt, ja, das machst du, das machst du, das machst du, weil ich habe das Spiel schon so oft gespielt. Das gibt's hier jetzt gar nicht so stark, weil es immer davon abhängig ist, welche Karten tatsächlich entdeckt werden. Und ja, es ist ja auch nominiert worden zum Kennerspiel des Jahres, deshalb haben wir es jetzt uns auch gedacht, stellen wir das doch jetzt vor. Vielleicht wäre es eigentlich gar nicht unbedingt gekommen mal als Video. Jetzt mit dieser Nominierung war es an der Zeit, euch dieses Spiel vorzustellen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Wie gesagt, 8,5 Punkte, macht wirklich Spaß, ist innovativ und weckt den Entdeckerdrang. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Ciao!